Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu We Are Screwed, ne? Immer noch mit den beiden Chaoten, die hier irgendwelche Sachen durch die Gegend schleppen. Ich nehme mir auch eine Kiste. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Mörser hin muss. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hätten wir das hier unten irgendwo hinpacken müssen. Vielleicht war da ja so eine Röhre, die das aufs Schiff bringt. Müssen wir mal gucken. Ist hier hinten so ein Rohr? Ich glaube, du kannst es einfach liegen lassen. Keine Ahnung, wie du. Nimm es einfach mal mit. Wenn wir müssen wir es in der Hand halten. Jetzt haben wir einen anderen Mörser letztes Mal gekauft, haben in das Spiel reingeguckt, haben. Ich habe meinen Crew angeschrien. Und er startet gerade im Weltraum Schrottplatz 2. Da kann man auch nochmal andere Schiffe freischalten. Ja. Aber die muss man wahrscheinlich erstmal finden. Wahrscheinlich. So, ich nehme den in die Hand. Jeder muss auf seinen Platz. Let's go. Und ich habe gehört, Kai will heute fliegen. Nein, will ich nicht. Abgelehnt. Guck, jetzt habe ich den Mörser noch in der Hand. Den muss man echt in der Hand behalten. Ja. So, ich setze den mal hier vorne hin, ne? Pack die Kanone mal da hinten. Wollen wir die Kanonen beide hinten parken? Oh, nein, er ist am Steuer. Genau, der, den ich nie am Steuer sehen will, ist am Steuer. Der will uns wieder in die Wand fahren. Ich hab den Schraubenschlüssel schon mal. Sunny, du siehst links auf der Karte, wo was ist. Es gibt keine random Sachen, das hatten wir doch letztes Mal schon geklärt. Ja, aber der Käse und so ein Kram, der liegt da überall. Also, ja, der kann irgendwo sein, aber ich glaube nicht in der ersten Ebene. Ich glaube, die erste Ebene ist einfach nur, damit du siehst, wie die Map aussieht. Achso, das kann sein, ja. Oh, knack. Codex aktualisiert. Ach, wir haben ja auch so einen Codex. Den kann ich auf irgendeiner Taste konnte man auf den Codex gucken. Hier, da, Codex. Oh, ist noch nicht verfügbar momentan. Ja, das Spiel ist noch in der Early Access, also es ist noch nicht fertig. Das ist jetzt mein Mörser. Ich will den auch mal ausprobieren. Oh, das Geschoss ist ja richtig groß. Um Gottes Willen ist da viel auf der Karte. Mhm. Hanni, das ist ein Geschoss. Das ist Feuer! Es brennt, aber wir haben keinen Feuerlöscher! Dein Weltraumanzug ist beständig. Du brauchst einen Feuerlöscher, wenn es neben einem Fenster und hilft eine frische Weltraumbrise. Ich habe gehört, wir öffnen das Fenster, Kai. Ich mach schon. Wir haben keinen Feuerlöscher! Wir finden irgendwo auf dieser Map wahrscheinlich den Feuerlöscher. Ich kümmere mich um die kaputten Dinger hier. Was ist das für ein Symbol auf der Karte? Ach, das ist dieses eine Teil, was man freischalten muss. Über die... Boah, hat das Ding einen Rückstoß! Ja? Der Megamas hat ja einen brutalen Rückstoß. Zahlung erforderlich? Ah, 100 brauchen wir dafür, okay. Da ist aber noch eine Kiste. Ich sehe es, da will ich gerade hin. Du darfst nicht neben meinem Mörser sein, wenn er explodiert. Oh, boah! Das war jetzt knapp. Aber das hat auch was Gutes, so kann ich auch noch ein bisschen mitlenken. So, warte, jetzt sehen wir an den Hund immer, wie viel der haben will. Der will 100 halt. Oh, der hat so einen Dreifachschuss, aber dafür kleine Schüsse. Ja, ich habe ihn getroffen, weg mit dir. Sunny? Ja, ich wollte gerade, ich wollte nur nicht, dass du. Tschüss! Ist der weggeflogen? Ihr macht das schon. Baby, see me right round, baby, right round. Ich glaube, das denkt sich der Gegner da eher. Let's see me rolling. Du musst alleine klarkommen. Du musst einen neuen. Der Schraubenschlüssel, der verbraucht nicht, den muss man neu einsammeln. Ja, nee, den musst du wieder reparieren. Entweder reparierst du ihn oder du sammelst ihn an der Station. Feuer. Ein unbemanntes Raumschiff wurde entdeckt. Rein in die Olga.
Oh, guck mal, haben einen Schuh gefunden. Wo ist der Schuh? Da sagen wir denen mal Hallo. Nebenbei, wir haben zwei Sachen nicht eingesammelt, ne? Also konnte man auf der Karte sehen, wir haben zwei Sachen nicht eingesammelt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nimm die Weißung und breite dich auf eine kleine. Bumm. Oh! Ich hab was! Ist es! Feuer löschen, Feuer löschen. Ach, das ist eine Herausforderung. Ihr repariert, ich mach das Feuer aus. Und kümmere mich danach um ich kümmere mich jetzt um Verschrotten. Repariert ihr ruhig. Hier ist. Okay, der Feuerlöscher zählt nicht. Ach, Teile müssen da rausgefischt werden. Man kann sauber machen? Ja, guck mal, man kann sauber machen. Ja, wir müssen gerade eher verschrotten. Aber ist doch auch ein nice Feature. Aus dem Weg! Sunny, du stehst wie immer im Weg! Wir haben noch eine Minute, ganz entspannt, Jungs. Nein, Panik! Panik! Muss sauber machen! Der ist noch gar nicht fertig mit Kauen, ne? Nee. Ich hab den so vollgestopft, dass er noch kaut. Ich glaube, das war einfach nur eine Herausforderung. Ich glaube, wir kriegen jetzt ein neues Schiff, oder? Ich denke eher, dass wir den Feuerlöscher bekommen. Entweder das oder das Schiff. Both. Neue Untertasse, ich denke eher Schiff. Schiff zurück zur Station. Ja, wir haben ein neues Schiff. Ja, das könnte sein. Schrottschleuder. Die Schrottschleuder sind der kleinste Schiff mit drei Plätzen für Stationen, aber mehr Laderaum. Gute Managementfähigkeiten gefragt, da wird das Schiff aber viel schneller als andere. Oh Gott, viel schneller heißt übersetzt noch mehr in Wände reinfliegen. Ich übernehme das Steuer, weil Sunny zwei Sachen übersehen hat. Ich weiß, dass da noch was war. Ich wollte nur erstmal von den Gegnern weg. Mann, geh weg mit. Der steckt unser Schiff im Brand. Oh, und wir haben keinen Feuerlöscher. Noch nicht. Das Schiff brennt an der Scheißstelle. Ja, da bringt Fenster öffnen auch nichts. Muss warten, bis es ausbrennt. Oder Eva, bitte die Pille. Vielleicht löscht es das Feuer. Nein. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen eingesammelt. Okay, hier war nichts, war hier nicht irgendwo. Oh nee, der brennt. Der macht Feuer. Der macht Feu. Oh Gott, das will, wir brauchen so dringend einen Feuerlöscher. Wir müssen unbedingt den Feuerlöscher jetzt erstmal finden. Du hast den wahrscheinlich nicht, aber wir gehen trotzdem aber die rein. Da oben ist Käse. So, warte, was haben wir hier? Eine Schrotflinte? Und ein Laserstrahl. Warte, Laserstrahl klingt geil. Pack den Laserstrahl drauf. Oh ja, liebend gern. Warte mal, ist hier wieder so ein Knopf zum Draufdrücken? Drück den Knopf. Was willst du da noch unten in der Ecke, Kai? Hier ist nichts mehr. Hätte sein können, dass hinter der Tür noch was ist. Ja, das, was hinter der Tür war, haben wir ja schon reingetan. Um Gottes Willen, unser Schiff brennt. Das Fett brennt, das Fett brennt. Wir müssen so dringend einen Feuerlöscher finden. Schmeiß einfach so lange die Pillen rein. Das macht man doch auch so, wenn man Medizin hat. Einfach alle Pillen reinschmeißen. Nebenwirkung ignorieren. Au! Au! Da oben ist noch eine Pille, die hole ich sofort. Kümmer du dich mal um den Schrott, ich schieße auf alles, was uns irgendwie gefährlich ist. Viel Schrott. Installiert auch den Laser, ne? Vergiss ja, nicht. Ich tue erstmal den ganzen Schrott. Bitte weg. Nicht immer so abschießen, danke. Um Gottes Willen, ich helfe euch gleich erstmal hier das Schiff leer zu räumen. Könnt ihr das Ding da mal abschießen, das da oben? Mit dem Mörder wird wahrscheinlich nichts. Du kannst, wie kannst du in dem Feuer stehen, Sunny? Die sind feuersicher.
Die Anzüge sind feuerfest, ja. Schieß mal auf das Teil mit dem Mörser. Okay, macht auch nichts. Aua. Ich dachte vielleicht, weil der Mörser mehr Feuerkraft hat. Nein, aus. Hat der wie viel Schuss hat der? Den musst du offenbar aufladen. Feuer frei, Kai. Okay, wir haben eine krasse Waffe. Der hat aber, das Coole ist, der hat anscheinend keinen Rückstoß. Mach ihn alle, Kai. Oh, ich liebe den Laser jetzt schon. Das ist geil. Ich mag den Laser. Alter, der macht auch wesentlich mehr Schaden als beim Mörser. Und ist wesentlich genauer. Oh Gottes Willen, haut eine Pille rein! Haut eine Pille rein, schnell! Wir haben keine Pille mehr. Doch, hatten offenbar eine. Sonst wäre jetzt nicht eine rausgeflogen. Da muss eine Pille drunter sein und in dem, was da jetzt drin ist. Ich repariere so, Kai, du guckst da mal. Da, die Pille, schmeißt sie rein! Und hoffen wir, dass hier oben jetzt ein Feuerlöscher ist. Hier ist einfach mal gar nichts. Hier ist nur der Schlüssel. Oh Gott, die linke Seite brennt uns gerade komplett ab, ne? Ja, was sollen wir denn machen, wenn wir keinen Feuerlöscher haben? Zum Glück sind wir feuerfest. Konzentriere dich bitte erst auf den, der den Schlüssel hat. Den müssen wir nämlich einsammeln. So, einer ist down. Und da war eine Pille drin. Ich finde es aber cool, wie unser Schiff brennt, aber nicht kaputt geht. Was ist das? Ein Teleporter. Nein, das Ding, was ich da in der Hand habe. Das ist, glaube ich, irgendeine Kanone nochmal. Ich glaube, ihr habt den irgendwie abgebaut. Ja, durchaus möglich, dass wir irgendwas abgebaut haben. Schnell repariert, solange das Feuer weg ist. Wir haben noch eine weitere Kanone eingesammelt. Wir brauchen sie aber nicht. Hier, gönn dir. Aber wo ist denn unser Magnetdings da? Das behalten wir nicht. Nochmals, die Sachen, die man in dem einen Level nimmt, nimmt man nicht auch die nächste mit. Achso, das war ja auch so ein Teil, was wir hier reinsetzen konnten. Das sind so gesehen alles einzelne Missionen und das, was auf der einen Mission passiert ist, das bleibt doch bei der einen Mission. Das heißt, wir haben in der nächsten den Mörser nicht mehr dabei. Ja, du hast auch gesehen, dass wir den Mörser nur dabei hatten, weil wir einen mitgenommen hatten irgendwie. Wir brauchen auch einen Besen zum Saubermachen. So, hoffen wir einfach mal, dass wir hier jetzt den Feuerlöscher finden. Wir haben ja gesehen, wir brauchen einen Feuerlöscher, Jungs. Da ist auf jeden Fall was. Da ist eine Herausforderung, das lassen wir erstmal in Ruhe, okay? Das lassen wir erstmal, bis wir den Feuerlöscher haben. Erstmal Feuerlöscher, das ist wichtiger. Auch wenn wir das wahrscheinlich mit dem Laser easy schaffen würden. Oh, ich glaube, wir haben jemanden gefunden. Dann ist das Feuer wenigstens eventuell auch weg. Bitte sag, dass wir den Feuerlöscher endlich gefunden haben. Ist das unser Feuerlöscher? Wie eines aus. Löschi! Löschi. Schatzkiste. Löschi! Da war ein Feuerlöscher. Nice. Brauchen wir uns gar nicht weiter drüber unterhalten. Feuerlöscher. Ich glaube, das Gespräch ist eindeutig, was wir nehmen. Da braucht man sich nicht lange unterhalten, wenn wir schon so lange Feuerprobleme haben. Endlich können wir das Feuer löschen. Leute, an den Feuerlöscher. Der sollte doch jetzt da sein. Ach Kacke, der muss erstmal rausgeholt werden. Erstmal aufräumen hier. Ich werfe mal sicher einfach eine Pille mit rein. Da ist Löschi. Ja, komm her. Du kommst mal nicht hier hin, oder? Nein, ist den nicht. Ich glaube, der muss hier hinten hin. Ah, da hat einer reingeschaut. Warte, ich mach das ab, mach das dahin. Pack dran, Kai! Der macht das automatisch? Ach so, der macht das automatisch. Das ist nicht ein Feuerlöscher, den wir bedienen, der löscht automatisch. Okay, ich repariere jetzt erstmal und Sunny ist offenbar an sich bewegen. Ja, ich versuche einfach nur gerade von den Gegnern wegzukommen.
Aber hey, wir haben jemanden, der das Feuer für uns löscht. Das ist schon mal ein Fortschritt. Würde ich zumindest sagen. Was meint ihr? Alter, wir brauchen so dringend einen Feuerlöscher für uns selber. Sehr schön, wir haben wieder eine Bewaffnung, Jungs. Ja, wir haben hier jemanden, der sich jetzt endlich ums Feuer kümmert. Hey, du bleibst hier hinten. Du bleibst da. Nein, du bleibst da drin. Da, das Ding ist, da ist halt gerade kein Feuer. Und jetzt der löscht ihn weg. Ach so, guck mal, der geht dann also in seine Station rein. Guck mal, der hat Jungs, ich bräuchte ein bisschen Bewaffnung hier. Ich versuche uns gerade am Leben zu halten. Ich brauche aber auch einen an den Waffen. Sonst wird das alles nichts hier. Hau einfach erstmal ab. Wir müssen wirklich gerade erstmal reparieren, Junge. Die Kiste können wir einsammeln. Wir haben das Geld. Ich habe geschossen, weil er uns sonst getroffen hätte und wir wieder gebrannt hätten. Alles gut. Kannst du näher ranfahren? Ja. Yoshi ist der seinen Job am besten macht. Er macht keine Fehler, im Gegensatz zu uns. Er ist ja aber auch eine Maschine, ne? Oh, wir wurden abgedriftet. Könntest du mal bitte nach rechts umdrehen? Ich versuch's, aber wir wurden gerade von dem Ding abgedriftet. Ich kann nicht anständig steuern, wenn ich die ganze Zeit weggestoßen werde. Du machst das. Mein Eimer mit Profis. Also wir haben einen Profi Laserschützen. Ich hoffe, da kommt ein Schiff, das sich gut lenken lässt. Ja, die Schiffe sind teilweise nicht so einfach. Die zu Schiffe, das, wir haben bisher nur eins gesehen. Zumindest das, was. Ja. Oh, ich habe aus Versehen ein Fenster geöffnet. Löschi, du hast einen Job! Er kommt. Er ist nur langsam ohne Ende. Ey, Hauptsache er arbeitet. Guck, er ist fleißig. Wir müssen ihn gar nicht ansprechen. Er macht seinen Job schon. Er weiß, was er zu tun hat. Magst du mal endlich zu der Herausforderung rechts fliegen? Lass diese blauen Dinger... Ja, lass mich kurz... Lass die blauen Dinger liegen. Das sind einfach nur einzelne Kisten. Das ist wirklich nur so etwas, was ich in der Hand habe gerade. Nichts Besonderes. Oh, was haben wir denn hier? Wie war das? Nichts Besonderes. Wir haben eine vernünftige Kiste eingesammelt. Eine Tür kann geschlossen werden. Ach, falls wir mal eine unserer Türen kaputt schießen oder was? Scheinbar. Also ich finde die normalen Geschütze eh schlecht. Kann ruhig weg. Jedes Mal, wenn du einen Gegner erledigst, erhältst du Geld. Nee, das haben wir bekommen. Hi, du machst das. Ich bin gerade am Arbeiten. Gelobt seien die goldenen Tentakel. Du hast schon den Roboter. Lass mir den. Okay. Ein freundliches Gesicht. Ich habe ernsthaft Probleme mit den Plünderern. Könntest du mir helfen? Oh, heilige Tentakel, sie sind wieder da. Mir gefällt es, wie dein Schnauzbart hat. Der Tintenfisch. Jetzt sag bloß, wir hätten hier die ganze Zeit bekommen, den Feuerlöscher. Dann raste ich aus. So, hier, gönn dir das alte Geschütz. Schrotti Biscotti. Ja, ich muss erstmal unsere Schäden hier gering halten. Öschi! Öschi! Lauf! Ich schieb dem demnächst an. Was ist denn das für ein Schiff? Eins mit Geschütz. Sunny, wir können nur treffen, wenn du nah dran fliegst. Ja. Ich
Ich bin schon am Arbeiten. Verdammt, der Oma gerade im Mörser hat mich immer wieder in die Wand reingehauen. Nee, da war ich schon längst weg von dem Ding, wo du die ganze Zeit in die Wand geflogen bist. Das war nicht ich. Dann waren es die Gegner. Aber eins ja, wir haben eine fette Salve abbekommen. So, ich hol mal einen neuen Schraubenschlüssel. Ich sage, ich bin später definitiv der Chefingenieur, so viel wie ich schon repariert habe. Im Übrigen, ihr könnt auch mit den Schraubenschlüsseln auf das Ding da oben schlagen. Dann lässt er auch die Sachen raus. Auf welches Ding? Wo denn der Schrott so rauskommt. Ach so. Danke, ich und das hohe Konsortium der Vier sind die sehr dankbar. Du kannst jetzt meine Waren anschauen. Händler? Händler. Warte, lass mich erst den Schuh abgeben, danke. Laden. Caesars Laden ist ein toller Ort, um alles Mögliche zu finden. Okay. Caesars Laden ist ein toller Ort, um alles Mögliche zu finden. Alles hat natürlich seinen Preis. Warte, bevor du reinfliegst, das erst reparieren, okay? Das können wir auch gemeinsam eben machen. Oder obwohl, das schaffe ich auch solo. Wir haben ja sowieso nur einen Schraubenschlüssel. Gerade ja. So, kannst reinfliegen. Hier, gönn dir. Was hat der denn? Wir können uns eh nichts leisten, aber wir können ja trotzdem gucken. Ein Schraubi repariert den Schiffsrumpf. Schade, den hätte ich gern. Oh, guck mal. Super Laser. Warte, guck, lest mal weiter. Laserstrahl. Repariert den Schiffsrumpf und liebt Kabelfernsehen. Geschützt. Der Robo liebt Kabelfernsehen. Oh, ein Super Laser. Guck mal, noch was Besseres. Den will ich haben. Wir können ihn uns aber nicht leisten, Sunny. Aber ich will ihn haben. Junge, wir bräuchten 120 allein schon, um die kleinen Dinger zu kaufen. Also ich würde gern die 120 zusammen farmen. Billiger wirst du es auch im Internet nicht finden. So. Wir könnten mal echt wirklich einen Besen gebrauchen. Ja! Ich wäre erstmal dafür, dass wir irgendwie den Feuerlöscher freischalten. Wir haben jetzt wie lange da jetzt gegammelt? Also ich habe wahrscheinlich 90% von unserem Scheiß gerade rausgeschnitten, den wir veranstaltet haben. Oh, hier ist weniger zum Erkunden als davor. Hier ist ein schwarzes Loch. Bitte sagt, dass man das Ding... man kann das Ding bestimmt irgendwie kaputt schießen. Und da kommt wahrscheinlich gutes Zeug bei raus. Schieß einfach ein paar Mal drauf, vielleicht geht's kaputt. Oder es soll einfach nur wehtun, wenn wir da reingesaugt werden. Oh, da ist was, das ihr mit dem Mörser kaputt machen könnt. Nee, muss schon genau treffen. Ein Stück näher? Ja, du musst auch noch einfach ein Stück näher, sonst wird das nichts. Ich muss gegen das schwarze Loch erstmal gegenhalten. Alles gut. Ich sag halt gar nicht, dass das. Kai! Du bist effektiver! Genau das meinte ich! Sunny, mach erstmal die Wand rechts von uns weg! Das macht total Schaden. Ich wusste nicht, ob du erstmal. Ich habe echt gewartet, dass du erstmal da wegfährst. Ich habe immer so dieses Vertrauen, ihr wisst schon, was ihr tut. Guck mal, jetzt hätten wir das Zeug, um bei dem was zu kaufen. Der wird wahrscheinlich öfters da sein. Aber ich muss schon sagen, dieses Spiel macht echt Spaß. Auch wenn wir uns immer auf welche anschreien sind. Es ist schön, dass wir was im Codex aktualisiert haben. Den gibt's aber momentan noch nicht. Ist wahrscheinlich die Datenbank. Wir können die Kiste übrigens öffnen. Öffnet mal eben kurz die Kiste. Dann kann ich hier weg. Hab ich. Ah! Wäschi! Ich will hier nur weg! Ich will doch nur weg von denen da! Warte mal, hier mitten in den Raum legen. Eine Kaffeemaschine. Wir haben eine Kaffeemaschine. Verbessere deine Beweglichkeit und deine Lauf. Ah. Und was war das hier nochmal? Jedes Mal, wenn du Gegner tötest. Wir werden jetzt angegriffen. Achtung. Ja, finde ich besser als das hier. Pack da ruhig die Kaffeemaschine hin. Ich gehe wieder ins Steuerrad. Boah, der Gegnerfabrik.
Wir haben eine Kaffeemaschine, ja! Oh ja! Ich trinke keinen Kaffee. Ich auch nicht! Wir sind hier zu viele Gegner! Ja, da war irgendwo so eine fette Gegnerfabrik. Was ist das denn? Herausforderung. Ich sammle erstmal das da oben ein, okay? Dann ist die Kaffeemaschine ja super bei uns aufgehoben, wenn wir alle keinen Kaffee trinken. Der Robo trinkt wahrscheinlich Kaffee. Löschi! Ey, das wird wahrscheinlich in den Kommentaren stehen, so alle 5 Minuten schreit Löschi! Aber der Robo heißt ja so. Und da unten ist Käse. Versucht um Käse zu kommen. Kein Mama den Käse kurz kaputt. Wunderbar. Das ist eine gute Ecke, da kannst du dich einzeln um die kümmern. Nevermind, ja, was ich gerade gesagt habe. Sunny, reparier, wirf eine Pille rein. Wir haben gerade keine Pille, oder? Dann reparier, aber erst das Fenster. Ich versuche von denen wegzukommen, dass ihr reparieren könnt. Der Typ war gerade mega nervig. So, reparier schnell. Als ob der hat Homing. Der hat verfolgende Schüsse. Nee, die waren abgelenkt durch das schwarze Loch. Hast du gesehen, wie ich das gedodged bin? Kai? Mhm. Ich muss gleich erstmal Licht anmachen. Ich seh nicht, worauf ich drücke. Ich schieße nach unten. Oh, Ultrakiste gemeistert. Oh, da ist auch so ein Energieding. Oh, Käse. Und irgendein Ultra-Ding. Die Army kommt! Die haben sich vor der Tür gesammelt. Die kamen aus der Gegnerfabrik von eben. Ich gehe in den Gang, dann kannst du sie locker abschießen. Dann stehen sie in einer Reihe. So, mach sie kaputt, Kai. Ich glaub an dich. Nur noch einer? Oh. Lass eben kurz die Kiste einsammeln. Sunny, ich gehe jetzt dahin. Behalte ich beim Hund bereit. Wieso bist du auf einmal so schnell? Kaffeemaschine. Kaffee! Mir fällt das halt jetzt auf, dass du so eine komische Barriere um dich drum hattest. Unser so, hab alles repariert. Ey, dieser Roboter ist mein neuer bester Freund. Guckt mal, guckt euch meinen Freund an. Also das Ding hier ist ja Gold wert. Aber das das verbessert leider nur unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Beziehungsweise, dass wir uns leichter bewegen können. Okay, den können wir auch jetzt nicht abbauen, wenn uns das wird zerstört. Lass erstmal hier den Schrott abbauen, okay? Oh, warte! Was ist das? Leg mal hier hin. Molekulare Erneuerung. Wenn das Schiff an einem Wurmloch vorbeifährt, wird es automatisch komplett weg mit der Kaffeemaschine. Nein, nicht die Kaffeemaschine. Das Ding hier. Der Recycletron. Rein damit. Den muss drauflegen. Ja, ich habe mich ganz getroffen. Ja, dann habe ich einen Grund, in diese Würmlöcher zu fahren. Moment, ist mit dem Würmlöchern das, wo wir jetzt gerade reingefahren sind, oder wirklich da, wo wir rangesogen werden, gemeint? Ich will nur kurz was nachgucken. Das müssen wir austesten. Kai? So, die lassen wir hier unten liegen. Und wisst ihr was? Ich mache einfach hier die Tür zu und dann kann das Fenster das nicht raussaugen. Falls irgendwas passiert. Wer hat gefurzt? Warum ist es hier so grün? Dumping Pit. Oh, wir sind bei einem Boss angekommen. Wer will steuern? Ich steuere nicht freiwillig. Ich laser einfach nur durch die Weltgeschichte. Seid ihr bereit, Jungs? Auf geht's. Nicht, wenn du am Steuer sitzt. Ey! Um Gottes Willen, mit vielen Wänden. Aber mit dem Laser haben wir wenigstens eine Chance. Eine Gegnerwelle nur? Oh,
Yo. Oh. Ein Feuer, einer ohne. Diese Schreiter sind ziemlich hinterhältig, das habe ich nicht kommen sehen. Wollen wir uns erst um den Rechten kümmern, nach Möglichkeit? Wir sehen wütend aus, aber nicht besonders gefährlich. Es ist alles in Ordnung. Bestimmt. Ein Small Sheldon. Wow! Was ist denn? Kann man die kaputt schießen wenigstens? Muss hier raus, muss hier raus. Kai, du schießt, ich repariere. Ich komme hier nicht raus, der hat mich in die Ecke gedrängt. Nein, es hat mich! Aua. Okay, die scheiß Greifhaken sind nervig. Ich bin schon am Arbeiten, keine Sorge. Und Löschi macht auch seinen Job, glaube ich. Ah, lass mich los. Greifhaken kann man zerstören. Greifhaken kann man zerstören. Ja, Löschi hat geschlafen. Volltreffer. Okay, der Boss ist gemein. Ja. Moment, das ist gerade nicht passiert. Ach, wir kriegen nochmal eine neue Chance. Ja, wir hatten ein Bonusleben. Okay, warte, warum hast du geschlafen? Löschi, mach deinen Job. Ja, den hat er gerade eben nicht gemacht. Das hilft nicht. Hani, reparier lieber. Ich bin doch dabei. Löschi! Mein Best. Oh Gott, das will niemand, die Map kaputt. Ich bin doch am Reparieren. Könntest du das Fenster also reparieren, bevor Löschi rausgesogen wird? Mach mal den Greifhaken da oben bitte kaputt. Ja, einmal noch. Wir müssen uns wirklich erst um die Greifhaken kümmern, die nerven wie sonst was. Oh, ja. Der ist fast tot. Kai, schnell! Lass ihn finishen, Kai. Dann haben wir ein Problem weniger. Los! Du musst noch mal ausweichen. Ah! Was war das denn für eine Combo? Ey, der Greifhaken hat uns gerade gerettet, ne? Mhm. Jetzt nicht mehr. Ah! Lass mich los! Komm, finish ihn endlich! Geht kaputt. Oh, einer weg. Jetzt kommt der noch nicht aus. Ich frage mich, ob vielleicht das Ende von all diesen kleinen Schreddern sie wütend gemacht hat. Ich glaube, ich habe gerade seinen Freund. Okay. Ja, die sind ja schnell tot. Nein, das sind nur Maschinen. Die können keine Gefühle haben. Ich weiß, wovon ich rede. Dankeschön. Ich bin immer eine Maschine. Dankeschön. Nein! Oh Gott, da kommt der Große! Nein, da haben uns zwei Greifhaken! Lasst uns los! Lasst los! Die lassen halt erst los, wenn sie getroffen werden! Sunny, können wir nicht lieber uns reparieren, das ist wichtiger. Finische du erstmal die kleinen, Kai. Achso, die kommen wieder, bis der Große wahrscheinlich tot ist. Yep. Anscheinend. Ich glaube, einmal Laser musst du noch. Ja, einen brauche ich noch. Ich halte uns über Wasser. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Und da ist unsere Belohnung. Energiekapseln. Perfekt. Was sollen wir als nächstes holen? Etwas Explosives? Erst oder vielleicht etwas mega Großes? Ey, wie wär's mit einem richtig geilen Laser einfach? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Wir haben Weltraumschrott Platz 3 freigeschaltet. Juhu. Das hier war schon extrem. Wir brauchen so dringend einen Feuerlöscher in Zukunft. Oh ja. So, alles repariert. Ja, schön, aber wir haben die Ebene geschafft. Oh. Ich hab das so hart geschnitten wahrscheinlich. Achso, weil ich Löschi aufgehoben habe und hingesetzt habe. Ja, ich habe Löschi halt die ganze Zeit an- und ausgemacht. Hm.
Das ich hab viermal Schrossi gestreichelt? Wie hab ich das denn hinbekommen? Du warst der, der die Kisten geöffnet hat. Und Kai war der, der das Fenster geöffnet hat. Ah. Einmal habe ich es aus Versehen gemacht und zweimal bewusst und Feuer zu löschen. Warte mal, wichtig. Ja. Ich finde das wichtiger als den Schaden. Wir könnten doch mal verbessern, ne? So, was haben wir denn an Lasern? Durchdringender Laser klingt ganz nett. Plummi-Laserstrahl, Verteidigungslaserstrahl. Ein riesiger Laden auf von dem kann jetzt normale Projektile zerstören. Der durchdringt und schädigt mir ihre Ziele und der prägt mit den Wänden ab, ne? Ich wäre für den Verteidigung am ehesten wahrscheinlich. So, davon haben wir jetzt einen. Ich glaube, den könnte man sich auch mehrmals bestellen. Ne, den muss man sich einmal bestellen und dann hat man ihn halt dabei. Mhm. Was gibt's denn eigentlich am besseren Geschützen noch? Das kann man bei den Geschützen verbessern. Also den stinknormalen. Da. Was hat man da denn Schönes? Ein Ausspaltungsschuss, der sich bei mehreren ausspaltet. Halt einer der Jagd. Blummi. XXL. Explosiv. Und kann Projektile kaputt machen. Bei Mörser? Ja, XXL, Flummi, Mörser und Spülhund. Ich fände Spülhund am besten für den, weil dann wäre der eventuell auch mal weg von uns. Ja, okay, dann holen wir uns die beiden und weiter. Die haben wir beim nächsten Mal dabei. Weil ich finde, das ging schon lang genug. Wir haben jetzt hier 45 Minuten gesessen, bei uns sind eventuell 30, 25 Minuten, je nachdem wie ich es schneide, halt das Ding in der Hand. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!